Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Euro Truck 2 mit mir, den Sevetal Let's Player. Wir fahren heute mal nach London. Von Hamburg bin ich jetzt schon ein paar Kilometer etwas auf die Autobahn gefahren. Wir liefern an Volvo Dealer 14 Tonnen, zwei Volvo Trucks, also LKWs. Wir fahren wieder mit meinem Actros hier, den schönen. Hab mir ein neues Nummernschild gemacht, WLPD 201. Ja, also Vincendur, Pierdot, 2001 bin ich halt geboren. Ja, so sieht das Ganze aus, ne? Dann wollen wir mal, wir haben noch 16 Stunden und 29 Minuten. Ist also ein bisschen längere Fahrt, würde ich sagen. Gucken wir, wo wir überall drauf treten, also vorbeikommen an schönen und nicht so schönen Stellen bestimmt. Man weiß ja nie. Eben ist hier schon ein, kann ich jetzt gleich auch mal so sagen, ein Junge gefahren, der hieß Lenny. Der meinte, mitten auf der Autobahn zu drehen. Da habe ich ihn von meiner Seite blockiert. Und seine Antwort so, was soll das? Also, ich glaube, bei ihm geht das nicht richtig im Kopf. Also, naja, ne? Wisst ihr, glaube ich, Bescheid, was ich damit meine. Also, geht gar nicht. Was soll das denn? Habe ich ihnen so gesagt, ja, hast du Glück, dass ich kein Report-Video habe, ne? Dann sagte er ganz frech, ja, schade, ne? Das hätte mich eh nicht gejuckt, aber bestimmt von den anderen. Die anderen hätten die ein Report-Video, ja. Da wäre er weg vom Fenster gewesen, glaube ich. Also, so eine frechen Jungs gibt es hier. Hat man jetzt auch im Livestream gesehen. Es gibt so freche Leute hier. Naja, was soll man sagen? Muss ich hier so ein Format auf meinen YouTube-Kanal machen? Idiots. Idiots, ich bin voll in Englisch. Idioten. In ETS 2 MP, also Map, also Multiplayer, meinte ich jetzt so. Ich weiß auch nicht, ne? Was da los ist bei denen. So, ich trinke mal einen Schluck. Ja, wir fahren über Rotterdam. Jetzt bremse ich hier mal, ich will nicht geblitzt werden. Wir fahren nämlich über Rotterdam. Mit der Fähre. Nee. Mit der Fähre? Laber ich denn jetzt hier gerade? Was soll man sagen? Mit dem Zug? Nee, mit der Fähre. Ja, ich glaube, ich bin hier durch. Was macht er hier? Kippt gleich um. Menschenskinnert. Was macht der denn jetzt hier? Will der mich eigentlich komplett verarschen? Halleluja. Ich glaube, der kann kein LKW fahren. Naja, da haben wir doch gleich den nächsten Idioten gefunden. Na, ich bin Idiot 1 und er ist 2 oder was? Ja. Ach man, wie fährt der? Na, gefällt dir das? Der zieht bestimmt gleich rüber. Kleines Arschloch. So eine Typen hasse ich. Dann lecken sie. Alter Schwede. Komm. Willst du mich nicht durchlassen oder was? Oh Mann, ey. Müsste ich ihn voll vor die Kanne
Auch so ein Idiot hier. So eine Typen schneide ich dann gerne. Weil sie es einfach nicht verdient haben, so richtig zu fahren, ne? Da müsste man sagen, mit Stöckeln haben sie gefahren. Das geht gar nicht. Mann, Mann, Mann. Spinn alte Trecker, das geht gar nicht. Das finde ich nicht okay. Aber naja, was soll man sagen, ne? Bisschen Musik fehlt hier, ne? Wie ein Livestream. Aber dann kommt wieder die Gamer und das Video wird geschlossen und ja, habe ich keinen Bock zu, muss ich ehrlich sagen, aber wer mir auf Instagram folgt, hat vielleicht gesehen, dass ich jetzt eine eigene Lackierung habe in Eurotruck. Danke an dir, TimmyTV, dass du mir die gemacht hast. Ist ein Moderator, der ganz oft da ist. Vielleicht habt ihr den auch schon mal gesehen im Video, im Livestream, dass ich von ihm geredet habe, oder im Chat. Wer ihn kennt, er ist ein ganz lieber, ne? Ganz lieber, vorzugsvoller, ne? Der macht sein Ding gut, würde ich sagen. Wir können mal Tagverlicht anmachen. Der macht sein Ding wirklich gut. Grüße gehen raus an dich, Timmy Marcel. So. Ja, auf Steam heißt er TimmyTV, auf YouTube auch. Aber in Real Life heißt er Marcel. Ja. Aber ich glaube, er weiß, wen ich meine. Das muss ich, glaube ich, nicht erklären. Ja, Montag geht die Schule wieder los. Freuen wir uns auch schon alle drauf, ne? Kommen nicht so oft Livestreams, muss ich sagen. Schade aber, ne? Aber so ist das mal. So, den überhole ich jetzt hier. Geht mir bestimmt auch schon gleich auf den Sack. Zieht gleich links rüber, oder? Das gefällt ihm, glaube ich. Na, fährst du? Dann überhole ich. Arschloch. Fährt auf der linken Spur und kann nix. Das sind immer die Besten. Das liebe ich ja an Eurotruck Multiplayer, ne? Denken sie sind schnell, obwohl sie schon den größten Motor drin haben. Naja, aber sieht man ja, dass da nix hintersteckt. So wirklich. Ich fahre eigentlich ganz gut, wenn nur wenn ich's will. Einmal zurückblinken. Wir sind ganz schön schnell unterwegs. Wir sind jetzt, glaube ich, auch schon in Rotterdam, Amsterdam. Ne, Amsterdam fahren wir jetzt vorbei. Würde sagen, wir fahren hier mal ein bisschen langsamer. Da hier viele Idioten fahren. Erinnere ich mal das Tempo auf Tempo 90. Ja, guck mal, da kommt die ganze Mannschaft an Autos und so eine Kacke. Jetzt wurde ich schon geblitzt, ey. Naja, jetzt können wir ja eh Gas geben. Jetzt geht's ab nach Rotterdam, über Rotterdam zum Airport. Nee, Airport, Eurotunnel. Peter, wo bin ich denn? Europort. Ich komme hier durcheinander. Leute, Leute, Leute. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was Europort? Ich glaube Europort. Oder ihr wisst, was ich meine. So, Elefantenrennen vor mir. Ja, sauber. Wird doch gleich abgedrängt von denen, oder? Da kann ich, glaube ich, nicht mithalten diesmal. Oder? Drängen sich doch gleich gegenseitig an. Doch, da komme ich. Ich komme denen hinterher. Ich hasse diesen Hockel hier und den anderen auch, der jetzt gleich kommt.
auch 155. Oh, der wäre fast umgekippt. Wie sind Michael Schumacher oder Sebastian Vettel. Da könnt ihr mich nennen, wie ihr wollt. Foarte mulac. Da, și halt eu am foarte mulac. Ca să mai crească FPS-ul, apăsați pe 2 și folosiți camera asta. Pe 2. Deci mai bine. Wat macht er hier? Halleluja. Wir rutschen halt instant nur. Hai că eu renunț la șaua asta, imediat o las aici. Ich kann nicht schreiben, ach so. Hm, ich weiß warum. Weil ich die Aufnahmetaste gedrückt habe. Nu că renunț la cursă, o anulez. Nu las șaua aici. Fuck the shut up. Furchtbar diese Ausländer immer, ey. Also im CB-Funk, ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber trotzdem, ne? So, dann sind wir gleich bei einem Europort hier. Europort oder sonst was, ey. Kannst mich am Arsch lecken. Port, ne? Wurde mal kein Stau hier. Das ist doch gut. Wir haben es gerade 23.20 Uhr. Der hat einen geilen Trailer vor mir. Muss ich sagen. Der passt richtig zu seinem Aussehen. Na, wie fährt er? Er fährt ruckelig. Oh. Ein Hamburger. Der vor uns hat ein Hamburger Kennzeichen. Warum blinkt der jetzt nicht, ey? Finde ich unerhört. Aua, ich setze immer mit der Schürze vorne auf. Das finde ich nicht okay. Müssen wir nach Hawaii? Ich guck lieber auf der Map. Nach Felixstowe. Also nach D. Sind denn 8 Stunden vergangen? Nüt, nüt. So, und dann wollen wir mal weiterfahren. Mit unseren schönen LKW und dann machen wir mal Licht an. Wir haben hier Linksverkehr. Hat der für einen LKW? Iveco. Hä, hey, was macht er? Da in einer Mais oder was? Ich glaube ja. Wurde ich geblitzt hier, ey. Halleluja. Arschloch. Ich liebe Kreisel fahren. Kann man schön einmal durch und dann war's das. Ach ja. Wie gut wir heute durchgekommen sind, ey. Das wundert mich.
Sonst ist das immer hakelig. Aber schön. Schön, schön, schön. Das freut mich. Huch. Das war einmal mein Handy. Hm. Nicht wundern. Mein Handy. Also, was ich gerade abgeschlossen habe vom Computer. Ja. Ob wir so schnell da hochkommen? Ne. Oder da 100. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wer alles Justin Zongo kennt. Mit denen schreibe ich auf Facebook. Also der netteste Busfahrer Essens war da, glaube ich. Essens? Frag mich nicht, aber Justin Zongo, der macht schon richtig geil Musik. Macht dit, macht dat. Halt der beste Busfahrer. Aber auf Facebook sagt er halt, dass sie nicht richtig bezahlt werden. Ne? Und auf die Feiertage, auf den Feiertagen müssen sie arbeiten. Ist halt so, ne? Ist halt ein bisschen doof. Als Busfahrer. Aber naja, ne? Job ist Job. Ja. Wie findet ihr eigentlich Eurotruck auf den Kanal? Es sind ja viele Abonnenten dazugekommen durch Eurotruck Livestream, durch LS Livestreams. Was wollt ihr sehen? Schreibt es mir mal unter diesem Video in die Kommentare. Würde mich mal ganz interessieren, worauf ihr jetzt mal Bock habt. Omsi kommt mal klar auch Videos jetzt in der Schulzeit. Ne? Nur damit ihr wisst, ihr vermisst, glaube ich, Omsi ganz stark von mir. Und mit Omsi habe ich ja angefangen auf diesem Kanal. Da ist halt die Frage, ne? Ihr wollt Omsi. Das habe ich auf jeden Fall schon auf der Liste. Das wird jetzt die Tage kommen. Dienstag vielleicht oder so. Gucken wir. Ja. Seid gespannt, sage ich nur. Auf diesem Kanal wird es halt auch noch LS geben. Nicht nur jetzt Eurotruck, Omsi, LS wird es auch weiterhin geben. Da könnt ihr von leben, glaube ich. Einzig sogar. Neben geben. Ach, shit, egal. Aber, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst, dass das nicht vergessen ist. Und ich werde geblitzt. Pass auf. Nee, doch nicht. Schade. So, wir müssen hier runter. Also, retardern wir mal. Bringt uns aber, glaube ich, auch nichts. Jetzt wurden wir geblitzt. Ach ja, wie schön. Gleich noch einparken und dann sind wir schon da. London. Wer war schon mal alles in London von euch? Könnt ihr auch mal bitte in die Kommentare schreiben. Und ich wollte mich auch nochmal ganz lieb bedanken an die 360 Abonnenten. Ihr seid richtig geil abgegangen bei den letzten Livestream. Danke, danke. Ja. Wollte ich nur nochmal sagen. Nachher vergesse ich es wieder, ne? So, London. Fahren wir mal ein bisschen langsamer hier. Ampel ist eh rot. Hm.
Was soll man machen, ne? Schön, dass man da vorne eine Ampel hat. Ne. Hier, hier und da vorne. Das freut mich. Oh, da kommt noch einer angerast. Das ist er doch von vorhin, oder nicht? Frag mich. Zufall. Ja, der hat ein anderes Getriebe, das hört man gleich. Kommt mir auch nicht hinterher. Da ich ihn so abziehe. Na gut, wir wollen aber doch wieder 50 fahren hier. Das ist gut für die Umwelt, wisst ihr Bescheid, ne? Hier ist ein Volvo hinter. Yay. Ach, hier muss ich abliefern. Halleluja. Habe ich ja noch nie gehabt hier. Ich hab noch nie auf so einen Hof abgeliefert. Muss ich ehrlich sagen. Gibt es neue Volvos? Gibt es neue Volvos? Errungenschaft freigeschalten. Volvo. Lieferbär. Ja. Oh, wir haben gut gelevelt und schön 30.000 einkassiert. Money, money, ne? So, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Samstagabend. Naja, Samstag wird das nicht mehr hochgehen. Morgen am Sonntag, den 8. Januar. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende, einen schönen Tag. Auch wann ihr dieses Video guckt. Ich bin erstmal weg. Das war's erstmal für heute. Und haut rein, bleibt geil. Bis zum nächsten Mal. Euer Seevetal Let's Player. Tschüss.